Willkommen zu Part 6 unseres Half-Life 1 Let's Plays. Die letzte Folge, Part 5, waren wir größtenteils auf Schienen unterwegs. Am Anfang der letzten Folge dieses oder ein ähnliches tolles Gefährt bekommen. Und ja, mal gucken, wie lange wir noch Schienen unter uns haben. So, zwei Wege gab es das letzte Mal zu erkunden und ich gehe mal zuerst in den Fahrstuhl. Wo ist jetzt das Ding hingeflogen? Ist das jetzt dahinter oder ist das irgendwie runtergefallen? Nein, es ist runtergefallen. Na, dann das gleiche nochmal. Ich bin noch nicht in der Lage, ordentlich zu werfen, wa? So. Der ist gut. Das erste Mal, dass ich die Dinger benutze, und dann verballere ich gleich alle, weil ich zu dämlich bin, die ordentlich zu werfen. Naja. Bombs. Der Todescounter sollte noch auf 18 stehen, wenn ich nichts übersehen habe. Aber. Ah, hier stand offensichtlich noch jemand. Naja. Auch die Waffe wollte ich wechseln. Das war ja gar nicht so gut von mir geschossen. Ich möchte aber gerne noch wissen, was in dem Ding da drin ist. Bevor ich gleich wieder runterfalle, werde ich aber trotzdem nochmal speichern. Ah. Oh, okay. Ja, ich habe die Dinger voll, das sind die Granaten. Ja. Wunderbar. So. Kann ich auch nicht aufsammeln. Dann wollen wir mal mit der Bahn auf das Rondell fahren. Ah, kurz bevor wir oben sind, speichern wir nochmal, nicht, dass wir da wieder abgefangen werden und dann wieder so langsam hochfahren müssen. Aber sieht aus, als wären hier keine Gegner. Noch mehr Granaten. Ah, sehr schön, Revolverschüsse. Das sieht schmerzhaft aus. Aber ist wahrscheinlich ein schönes Augen zu und durch, ne? Ja. Halt, da wollen wir nicht reinfahren. Ah, wunderbar. Das hat echt eine vierte Geschwindigkeitsstufe. Obwohl nur drei angezeigt werden. Tod Nummer 19. Ups, das war daneben. Das hat mich jetzt etwas getroffen. Naja. Halb so wild.
wahrscheinlich hätten wir sie auch hinterher docken können. Naja. So, eben, Port Nummer 19, ich notiere mir das jetzt mal. So. Ist da irgendwas Besonderes hinter, weswegen man darüber laufen wollen würde? Ne, irgendwie nicht. Oder ist das für die, die ihre Bahn weiterfahren lassen und am Rand weiterlaufen wollen? Wow. Das war knapp. Wo ich lang muss. Und da komme ich wieder zurück. Dann speichern wir mal, nachdem wir mit 16 HP durch den Elektroteil da gekommen sind. Und hält die Bahn an. Ja, hält sie, okay. Nicht, dass so eine Wache auf uns wartet. Ja. Oh. Erstmal wieder voll heilen. Gut, voll heilen sieht anders aus. Das Ding sieht relativ demoliert aus. Ich glaube nicht, dass wir das in Gang kriegen werden. Also müssen wir wohl zu Fuß weiter. Ah, oh, fuck. Boot Nummer 20. Aber das gleiche nochmal. Granate runter. Speichern sollen. So, dann heilen wir uns nochmal so voll, wie es geht. Treten nochmal auf die Bahnschienen, natürlich, das gehört ja dazu. Und speichern an dieser Stelle einmal ab. Auch wenn wir gerade ein paar HP verloren haben. Diesmal haben wir ihn getroffen. Sehr gut. Dass man da hinterher nicht rein kann oder sowas, finde ich auch irritierend. Erstmal Helms aufsammeln. Oh, eine CD ist da drin. Ich habe gedacht, das wäre ein Funkding, dass die Leute da miteinander kommunizieren. Aber stattdessen spielt das nur CDs ab.
So eine interessante Band, die da läuft. Würde ich mir sofort kaufen. Wir könnten auch reden, obwohl ihr explodiert seid. Nicht schlecht. Jetzt sind wir also offensichtlich wieder draußen. Da sehe ich noch ein Hells Kit. Ja, Hells mit Z. So muss das klingen. Aua. Wer schießt denn auf mich? Hä? Ich habe da keinen gesehen. War gerade tot 21, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Zumindest habe ich keinen weiteren aufgeschrieben. Ich zähle am besten nicht laut mit, das wird wieder peinlich. Ich schreibe das hinterher wieder in die Videos rein. Das ist nicht ganz so schlimm. Ach, da oben ist einer hinter, oder was? Offensichtlich. Oh, gemein. Ist hier noch Munition oder sowas? Nee. Leuchtet auch unheilvoll grün, das Ding. Gut. Speichern wir nochmal. Jetzt speichere ich auch echt exzessiv gerade. Ja. Da sind keine Knöpfe dran, da geht es gar nicht weiter. Das heißt, das ist der einzige Weg, nicht, dass ich das übersehe. Das will ja keiner. Hi. Was war wer? Wer? Ihr seid doch tot. Wer von euch hat denn die jetzt schon wieder geworfen? Nee, nee, nee. Nach gegenlaufen. Und nochmal speichern. Ich mag nicht durch die Laser laufen. Explosives, das sieht ungesund aus. Die explodieren noch nicht von alleine, okay. Okay. Davon aus, dass man die. Oh, super, was für eine Kraft die wohl haben hier. Oh, nochmal speichern. Ruhig auf die Computer ballern, das ist sowas sind die hier gewohnt. Das hält auch keine Experimente auf, das haben wir doch schon gelernt. So, erstmal heilen. Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Offline, Satellite Portal Array offline. Da hinten gab es einen großen roten Knopf, den will ich dann einfach mal drücken. Oh. Flieg und sieg, mein Raketchen, flieg und sieg. Ja, ne? Der Part wäre erledigt. Das
Ist jetzt die Frage, wo es jetzt weitergeht oder was jetzt passiert. Da möchte ich immer noch nicht durchlaufen. Eine zweite Rakete haben wir auch nicht. Tupti-dupti-du. Halt nochmal voll. Sieht nicht so aus, als seien da irgendwo irgendwelche Raketen dran. Das Satellite Array Ding ist immer noch offline. Okay, so eine Rakete brauche ich halt noch weiter zu fliegen, aber ich krieg mal lustig rum, ob sich irgendwo was tut oder ob ich wirklich wieder raus muss. Aber ich kann beim besten Willen gerade nicht erkennen, was ich hier tun soll. Nee, da kommen wir jetzt auch nicht rein. Oh, guck mal. Noch eine fehlende Textur, wie schön. Kann auch nicht irgendwo rüber oder so, nee. Mal vielleicht wieder zurück. Das funktioniert zumindest. Das Tor hier ist offen. Dann geht's hier möglicherweise weiter, oder? Ah, wir sehen schon, wir haben einen neuen Zug gefunden. Kriegen noch etwas Energie. Naja, die habe ich auch noch nicht benutzt. Jetzt haben wir einen ordentlichen Zug, wa? Tut, tut. Lokführer geworden, meldet sich zum Dienst. Oh. Okay, so hatte ich mir das zumindest nicht vorgestellt, aber nun gut. Oh, viele kleine Viecher, na toll. Das sind ja meine Lieblingstiere. Jetzt da wohl nicht lang. Ich wollte auch ab und zu mal Luft holen. Nee, bis dahin komme ich nicht. Aber Munition liegt hier rum. Oh, das ist ja. Mal die Tür. Hier gibt es nochmal Luft für mich. Sehr gut. Schon Munition brauche ich nicht. Jetzt kommt man offensichtlich auch nicht weiter. Ja, geht man auch nicht zum Bersten. Kann man hier hoch klettern, sich irgendwie hochziehen. Funktioniert auch nicht. Okay. Da ging es auch nur runter in einen Raum. Da kann man hier irgendwie hoch, sieht nicht so aus. Ah, Duft, Duft, Duft. Hä? Hey. Ich bin mal wieder nicht in der Lage, den richtigen Weg zu finden. Traurigerweise. Vielleicht muss man das Ding doch sprengen. Ne, macht nix. Na gut, dann nicht. Toll, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich so einen noch schönen neuen Zug habe, aber den habe ich scheinbar nicht. Nicht verdient oder zumindest nicht gekriegt. Da war doch nichts, oder? Da geht's auch nicht weiter. Was übersehe ich?
Oh, hat doch funktioniert. Also es hat etwas funktioniert. Das habe ich gerade übersehen. Sehr gut. Dann, also Zombies beim Essen soll man nicht stören, wa? Ah! Aber der reagiert auf mich, wenn ich zu nahe komme. Anders als im ersten Part, wo er gemütlich weiter gegessen hat. Das war auch irgendwie mal interessant, ne? Ich meine, die Soldaten töten die ganze Zeit die Wissenschaftler. Jetzt töten die Wissenschaftler die Soldaten. Das ist nicht ganz freiwillig und die sind etwas verändert. Wahrscheinlich hätten sich das gerne anders, selbst anders vorgestellt und so, aber immerhin. Weiter hoch wird es nicht gehen, also müssen wir wahrscheinlich runter. Mal gucken. Da ist eine Tür, nehmen wir die. Oder zumindest ein Durchgang. Au, 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 au. Gibt es irgendwo bald Luft? Ne, aber ein Ladebildschirm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und hier gibt's Luft. Aber sonst scheinbar nichts. Na, dann geht's weiter. Ja, komm. Fiesen Würmerchens. Hier von da komme ich, das heißt, da geht's weiter. Nochmal in Luft holen. Und weiter. Taschenlampe schon wieder leer. Ah, und die Unterwasserpassage scheint. Okay. Aber erstmal die Bahn ist jetzt kaputt. Dann speichern wir einmal, weil ich nicht weiß, ob das Ding auch mal irgendwie an Land kommt oder sowas. Wobei ich da gerade nicht von ausgehe. So. Oh, ein Wissenschaftler. Did you see it? They said it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast never swam in terrestrial waters until a week ago. There's a tranquilizer gun in the shark cage. I'm not sure it would work on this species. You're welcome to try. Ja, das wäre noch einmal. Schade, dass die Notizen nicht sichtbar sind. Ich meine, nicht, dass man in Half-Life irgendwas von den Notizen verstehen würde, aber manchmal ist das ja doch interessant. So. Ja, du Kleiner, wo bist du? Oh. Das sind aber mal Animationsqualitäten. Eieiei. Warte mal, ich muss wohl immer noch mal Luft holen. Huiuiui. Das ist aber auch schick animiert gewesen. Für ein Monster, was nur einmal vorkommt, mag es reichen, ne? So, dann geht's vermutlich dort lang weiter. Ich weiß, kann man da denn hoch? Ach, da ist Stein drunter. Ja, die helfen aber nur bedingt. Ja, oben konnte ich eh nochmal neuen Hells sammeln, von daher bleiben wir jetzt eben unter Wasser. Ach, hier müssen wir eh durch, wa? Ach, ich habe sogar ein bisschen Leben wieder zurückgekriegt. Das ist ja interessant. Mal gucken, das ist bestimmt der Weg dorthin, genau. Ich habe alles Leben wieder gekriegt. Ach nee, wir machen das gerne auf die altmodische Art und Weise und schließen eine Runde. Ach, noch zwei. Naja, gut. Das
Satchel Charge wahrscheinlich doch gelohnt, aber was soll's. Ach, Shotgun Muni ist auch egal. Porsche Red Flower. Speichere einfach nochmal. Ach, Schaden hat er jetzt an meiner HP gemacht. Ja. Da unten ist der Generator Room. Ups, das ist er. Oh oh. Ah. Ich möchte nicht mit dir auf Tuchfühlung gehen. Ich wollte eigentlich da vorne durch den... Ah, fuck, 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 wo bist du? Ich möchte das übrigens zurücknehmen, dass das Wort noch einmal benutzt wird. Wir haben noch zweimal dieses super animierte Unterwasservieh-Model. Das Wasser ist echt schön, man kann da nicht durchgucken. Es könnten spontan meine neuen Lieblingstiere werden. Nein, auch, oder auch nicht. Wo ist das letzte? Hä? Oh. Das macht ja gar keinen Schaden an mir. Was ist das denn? Kann sich sporten. Komische Viecher. Ganz vorher sind sie mir nicht, aber. Treffer. Guck mal, noch so ein. Nein. Sitz. So. Juhu, ein Schalter. Ich hab gehört, Schalter muss man drücken. Das klingt aber ungesund. Ah. Das sieht mal wieder nach einer sehr sinnvollen Apparatur aus. Ich möchte mal eben gucken, wo es hier lang geht. Ach, das sind die anderen. Ah. Oh, guck mal, soll schon. Sehr praktisch. Ja, was man halt so lagert in der in dem Lagerraum. Neben einem Generator. Munition, ein MG, das übliche. Wäre ja bekloppt, wenn man sowas nicht immer da hätte, über parat hätte. Das ist safe, glaube ich, sondern nicht weit entfernt. Und jetzt wollen wir fallen. Und ja, mit Waffe meinte ich, da ist wirklich eine Waffe drin. Kann man halt so rumliegen. Ne? Weiß ja nie. Wenn wieder Zeugen Jehovas an der Tür klopfen oder sowas. Da ist man besser vorbereitet. Sitz. Dann springen wir noch mal.
man könnte wahrscheinlich auch. Ah ne, die Quest lässt sich nicht bewegen. Das Ding lässt sich bewegen. Aber das Ding lässt sich dann nicht unterbewegen. Ah, pfiffig. No practical purpose whatsoever. Aber dass das Ding auch nicht erst an einen Kopf rantitscht und man kurz eben merkt, oh, da ist was und ich gehe in die Hocke oder sowas. Nein, man ist direkt tot. Oh. Bisschen am Winseln. Die Dinger, die hier noch Alien Slave genannt werden, sich später als Vortigaunt offenbaren werden, scheinen auch hier schon freundlich zu sein. Zumindest ein Teil von ihnen. Der eine hier wollte mich nicht angreifen. Aber jetzt fangen wir mit diesen lustigen Halsbändern, heißt die wahrscheinlich Alien Slave im Wiki, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das. Also entweder soll das ein interessantes Material darstellen oder es ist ein Texturfehler. Oder beides. Na, guck mal. Da wartet noch einer auf uns. Oh, guck mal. Die Tür geht auf, wenn ich die Ladestation benutze. Gordon Freeman, it is you, isn't it? The science team has been tracking your progress with the Black Mesa Security System. Unfortunately, so is the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, and you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me so far. Okay. Ignorieren wir mal die kleinen Viecher allesamt. Ne? Oh. Man möchte meinen Kältefeld nach unten und würde hier auch, aber na gut. Habe ich ehrlich gesagt auch kein Problem mit hier weiter keinen Schaden zu kriegen. Na, ist noch nicht transparent, aber man kann es ja mal probieren. Guten Tag. Oh. Noch zwei Schuss. Ich pack trotzdem mal sechs rein, man weiß ja nie. Oh. Ich habe noch gerade sechs Schuss in die Waffe gepackt. Kann denn das nicht einfach funktionieren? Hey, ist das Physik? Oh. Wenn man oben sieht, was das darstellt. Und unten. Nee, dicke Mauer. Freeman, right? I've got a message for you. Make sure you don't. Oh. Ungünstig. Aber. Stranger, ich glaube, ich werde jetzt auf die ersten Indias treffen. Freust du dich da schon drauf, hä? Ja, ich erinnere mich grob an dieses Segment. Nein. Ich jag die einfach mal, ne? So, vielleicht soll ich nachladen. Hier geblieben. Hallo. Meine Güte. Könnt ihr mal verrecken? So. Das sah auch ziemlich interessant aus. So, ich werde dich auch noch einsorgen.
Munition. Oh, guck mal, ich habe ein bisschen Geld dazu. Sehr praktisch. Oh, ob die mit dem Crossbow-Rupper jetzt gekommen sind. Ja, mal gleich mal ausprobieren, wa? Eine Granate? Ne, das ist nur ein Schuh. Ah, Rechtsklick. Zoom haben wir auch. So, drei Ninjas sind tot. Wie viele mögen noch hier sein? Oder war's das? Ui, eine Granate. Das ist auch irgendwie so ein Online-Versandhändler, ne? Irgendwie. Riesenkarton für eine kleine Granate. Oder ist das ganze Military-Stuff hier auch mit inbegriffen? Schuhe, Helme, Schaufeln. Aber der löst sich ja alle auf, ne? Es ist ein Verpackungsmaterial zu sein. Wobei das Militär hat ja auch Budget, da kann man auch alte, ausgediente Helme oder so ein Krams wahrscheinlich als Verpackungsbudget, Verpackungsmaterial einfach mal mitschicken. Das ist ja kein Problem, eigentlich. Surface Access, ja, mal gucken. Wir haben ja gelernt, in Videospielen muss man die Schalter einfach alle drücken. Oh, okay, ich glaube, uns hat oben das Licht, uns etwas Licht besorgt. Oh, meine Taschenlampe ist kaputt. Ich habe mir Munition geklaut. Ich hatte vorher noch 6 Schuss zum Nachladen. Oh, jetzt habe ich noch weniger Munition. My night. So, wir wurden gefangen genommen und das ist doch ein super Cliffhanger. Ich sehe gerade, wir nehmen schon wieder über eine halbe Stunde auf und dann beende ich diesen Part des Let's Plays an dieser Stelle und wir werden dann nächste Mal mal gucken, wo ich hin verschleppt wurde und was mit mir weiter geschehen wird. Bis zum nächsten Mal.